Ja, herzlich willkommen zurück. Ich habe leider vergessen, Aufnahmen zu drücken. Deswegen, wir sind gerade mitten auf der Jagd nach dem Flüchter. Der Chris hat schon auch vorher Aufnahmen gedrückt. Ich habe es einfach vergessen. Wow, 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 das ist ein Dicker. Da unten ist der Flüchter. Ich hab ihn fast. Ich hab ihn vor mir. Wo ist er denn? Da ist er. Wo ist denn der? Ich hab ihn. Okay, ich hab's. Einmal Zombie-Eingeweide für den Herrn Doktor. Boah, Alter. Ich hab hinter mir. Ja, komm runter zu mir. Spring runter. Runter, einfach zu mir runterhängen. Spring einfach runter zu mir. Ich kann nicht zu dir hoch. No, okay, kack. Ich sehe ja nichts. Ah, verdammt. Ich sehe ja nichts, Alter. Kennt das Problem? Also du konntest nicht hoch, ne? Du? Oder bist du ja? Hättest du dann nur runterspringen müssen, Achtung. Ja, wieder. Drei Viecher. Fast, ich bin fast tot. Ah, kommst du dein Medikit? Ich hab übrigens das Fleisch von dem Fischer. Wieder welche? Da ist er. Ah, oh, du hässliches Mistvieh. Okay, hinter dir. Ich hab einfach Alter, weißt du, was das gerade für Punkte gibt? Natürlich. Da oben ist wieder einer. Komm du runter, ich komm nicht hoch. Wo ist er? Ich habe mich schon erschlagen. Gut, ich würde sagen. Wir haben es geschafft. Ja. Wie spät ist es denn? Oh, auf jeden Fall ist es gleich die Nacht vorbei. Es ist schon 4.17 Uhr und um 6 geht die Nacht vorbei. Dann würde ich mal sagen. Ding abgeben. Ja. Ey, weißt du, wo das GRE-Paket gelandet ist von eben? Im Arsch der Welt. Nee, genau da, wo wir in der letzten Folge die Lavendelpflanzen eingesammelt haben. Genau da ist es gelandet. Klasse. Mhm. Gut. Nee, ich hab den Flüchter einfach, ich bin hinterher gerannt und hab ihn dann einfach erschossen. Gut. Wo müssen wir hin? Da lang. Wo bist du denn? Ach, da. Immer weg von den scheiß Pegel. Ja. Warte mal. Das wird ein bisschen schwierig. Glaub, da müssen wir jetzt auch. Das geht nicht anders. Ja, oder so. Ich tarn mich mal, dann sehen die mich nämlich nicht. Greifen nur dich an. Ich ärgere dich. Ich merk's. Geil. Nacht überlebt, jawohl. Super. Dann würde ich sagen, ab nach Hause. Oh! Kommt der denn her? Alter. Der kam da auf einmal runtergehüpft. Das ist ein Suicide-Zombie. GRE-Paket gestohlen, ja. So, wo logisch. Müssen wir hin? Hier hoch. Können wir da überhaupt hoch? Ja. Komm, oh, diese scheiß Zombies, ey. Hier ist schon wieder eine Wanne, der haut von mir ab. Wieso lebst du noch? Es ist Nacht. Oh, ich muss Medikit anwenden. Oh. Wieso sollte ich nicht leben? Ne, ich meine dieses Vieh hier. Ich habe da so gerade so ein übelstes Vieh erwischt hier. Ja, der war wahrscheinlich noch über. Jetzt bin ich total orientierungslos. Du musst auf die Brücke hoch. Ja, sorry auch, dass die Folge so planlos angefangen hat. Ich
habe einfach vergessen, Aufnahme zu drücken. Wir waren gerade so drin. Du hattest ja schon Aufnahme gedrückt, gell? Ja, ich drücke ja immer vorher Aufnahme. Ja. Hey, ich war einfach so planlos. Ich hatte einfach so drin, dass ich es einfach total vergessen habe. Macht ja nichts. Flatsch! Das ist so geil. Hier ist eine. Ich kann die komplett in der Mitte durchteilen. Hier ist eine Sicherheitszone, die wir wieder. Warte mal, die müssen wir mal ganz kurz. Wenn wir schon mal hier sind. Und hier eingehen. Naja. Mach ich mal schnell. Na, ich komm mal mit. Je schneller geht's. Hä? Was ist das? Was ist denn das hier? Das ist wieder so ein Ding. Ach, wieder so ein Turm, wo wir wieder hochklettern müssen. Ach nein. Das ist der Turm. Oder? Nee, ist ein anderer. Ist wie bei Assassin's Creed, da haben wir viele Türme. Ja, der sieht irgendwie genauso aus. Geht's weiter? Weiter geht's. Da, da. Ich hab auch genauso aufgebaut wie der Turm. Ist ja. Genau dasselbe. Wenn ich ganz oben bin, stürze ich wahrscheinlich wieder runter. Ach Quatsch. Hä? Was war das? Bin jetzt kaputt? Ich weiß es nicht. Ich bin auf einmal im Wasser unten und sehe einfach alles total verklitscht von unten. Das sieht total komisch aus bei mir. Du bist runter. Du bist rein. Du bist in die Grafik geglitscht. Ja, ich sehe die ganze Welt von unten. Das sieht total komisch aus. Über mir schweben Autos und Zombies. Jetzt bin ich tot. Grafik. Du bist in die Grafik geglitscht. Das sah ganz komisch aus, weil die sagt ja noch, was war das? Ja, weil hier gerade Geräusche kamen. Ja? Und dann bin ich im Wasser geschwommen und auf einmal warst du weggeglitscht. Komisch. Hier in Köpfe. Das war total komisch. Ich kann tote Menschen sehen. Das war ja strange gerade. So, Alter, was ist denn das für ein Turm? Alter. Gar kein Ende, das Ding. Kletter du schon mal den Turm hoch? Ja, mach ich auch. Ich gehe zu dem Dr. Zea und wenn ich da bin, teleportierst du dich einfach zu mir hin. Unter dir? Turm. Turm hochklettern, warte mal. Oh, Alter, übelst. Ich bin ganz oben. Und du? Weiß nicht, irgendwas musst du da oben machen. Ich glaube, irgendeinen Funkturm freischalten oder so. Scheiß Ding, wackelt wie ein Kuhschwanz. Ich hab was gefunden. Eine Flagge. So, ne? Achso, ich bin zu hoch. wie komme ich wieder runter? Scheiße. Der hält sich ja nicht fest. Hä? Hey, haben die hier umgeräumt? Hier war doch mal ein Haus. So. Oh. Alter. So, also ich bin beim Doktor. Ich warte da nur auf dich. Was ist das Ding? Hier. Ja. Hast du es? Was auch immer du da oben machen konntest. Ach, Sicherheitszone freigeschaltet, okay. Wenn du willst, kannst du dich jetzt zu mir teleportieren. Ach, jo, kann ich. Das ist cool, dass sie das eingeführt haben. Das hat dich immer genervt, ne? Jetzt ist der Doktor wieder hier. Kommen Sie herein. Haben Sie die Probe, um die ich Sie bat? Der zieht halt gerne um. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich sprach eben mit Dr. Camden über Sie. Hallo, Mr. Crane. Eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Ihr Ruf eilt ihnen voraus. Wirklich interessant, was das sogenannte Blut dieser Kreatur angeht. Lichtempfindlich. In Verbindung mit einer Waffe tödlich, würde ich sagen. Aber ich schweife ab. Mein letztes bisschen Reagenz hier. Und eine einzige Ampulle. Meine Güte, das Gewebe. Der Test für den rekombinierten Virus ist positiv. Kenton, wissen Sie, was das bedeutet? Das Flash-Experiment funktioniert. Die mit dem veränderten Strang präparierten Köder haben tatsächlich gewirkt. Das könnte dann auch all die verschiedenen Mutationen erklären. Aber ich kann nicht. Kenton jedoch. Er hat die notwendige Ausrüstung. Aber wir können ihm die Ergebnisse nicht zukommen lassen. Ich hab da schon Verdacht. Warum teilen Sie die Informationen nicht via Funk mit ihm? Echt? So viele Daten, Crane. Das würde Jahre dauern. Zeit, die wir offensichtlich nicht... Müssen wir bestimmt gleich hinbringen. Das ist ein makaberes Dilemma. So nah und doch so fern. Was, wenn ich Ihnen das Zeug bringe, Dr. Kenton? Persönlich. Sowohl die Daten als auch die Gewebeproben. Der hat auch so riesen Ordner auf seinem Desktop. Ja, ja. Nur das Heilmittel zählt, stimmt's? Sie wissen ja nicht, was das bedeuten würde. Für mich und für uns alle. Ich melde mich, sobald alles bereit ist. Nun gehen Sie. Ich habe viel zu tun. So. Schmeißt er mich einfach wieder raus, ey. Glaub's nicht. Brich halt. Ja, was können wir bei dem hier noch? Hier ist er irgendwo noch. Hey, Crane, bist du da? Oma und ich sind los, um das Nest in die Luft zu jagen. Ich geht's mal. Was? Zur Hölle, Rahim, das war meine Aufgabe. Oh klar, da du ja viel mehr von Sprengstoff verstehst als ich. Du bist ein verdammter Tourist. Ich hab ein neues Outfit. Aber hör zu. Wir haben Mist gebaut. Riesigen Mist. Was ist passiert? Wo seid ihr? Auf der Überführung und alles geht hin. Geht zum Zugdepot. Sucht euch ein Versteck. Ich bin auf dem Weg. Oma, hinter dir. Hinter dir. Oh. Rahim. Okay. Rahim. Los. Gott verflucht. Los, 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 los. Ich hab endlich ein neues Outfit. Bracken! Bracken, hörst du mich? Falsche Tasse. Ja, los, los, los! Was gibt's? Ich bin auf dem Weg zu Rahim. Rahim? Er ist hier im Turm. Von wegen. Er wollte mit Oma das Nest auslöschen. Und jetzt stecken sie in der Klemme. Was? Verdammt! Haben Sie den Sprengstoff her? Wow! Ich habe ihn von Rais gestohlen. Ach, verdammte Scheiße! Bin fast da. Ich werde ihn da rausholen, Bracken. Und ob du das tust, du rettest ihn, hörst du mich? Und zwar, damit ich ihn in den Arsch treten kann. Weiß Jay davon? Nein. Dann um Himmels Willen sag ihr nichts. Sonst macht sie sich auf die Suche nach ihm und ich kann sie nicht auch noch verlieren. Was? Ich hänge irgendwo. Richtig? Ja. Alter, hier sind überall Zombies, was ist hier los? Ja, ich glaube, hier ist ein Zombie-Apokalypse gewesen. Aber ist nur eine Vermutung. Aber jetzt ist mir schon klar. Ist aber nur eine reine Vermutung. Aber das sind auf einmal so viele hier, Alter. Was ist denn hier los? Jetzt ist auf einmal. Ah. Was ist denn das? Ach, das ist. Hä? Ich bin da, irgendwo oben. Ja, auf ich der bin Brücke. Hinter dir. Auf war ja klar, Brücke. Auf der Brücke. Also, denkst nicht dran. Das war ja klar. Was ist das jetzt los? Wo kam das denn her? Alter, was meine ich ja? Die kommen aus nirgendwo. Da hinten ist er. Oft so. Kommt irgendwie so. Ich bin halt da. So, wie kommen wir jetzt auf diese scheiß Brücke? Oh, er ist tot. Ich glaube von hier aus. Oder? Lass mich mal gucken. Will da hin? Guck mal. Ja. Hier aus, hier wo der Bus raus war. Hm, ich bin hinter dir. Oh, Scheiß. Oh nein, das ist gar nicht gut. Untersuchen Sie die Leichen. Oh oh. Ich sehe keine, ich sehe nur Zombie-Leichen. Na, hier ist eine, in einem Auto. Ah, hier. Na, super Katze. Das nächste. Schmeißt in dir die ganze. Ach, die schmeißt die ganze die Bücher runter. Achtung, Zombie, hinter dir. Oh. Ich sehe keinen Zombie, tut mir leid. Das
Es sind aber mehr Leichen irgendwo, oder? Ach, hier ist noch eine Leiche. Ich bin irgendwie blind, ich sehe keine. Ja, die sind nur in dem hier im Bus ist noch irgendwas. Achso, ist eine Tasche. Ja, im Bus ist meistens eine Tasche drin. Mhm. Muss immer scannen. Ich bin schon wieder aus dem Bereich raus. Ja. Der ist so klein, der Bereich. Ja, ich geh mal auf den Bus drauf. Muss da noch irgendwo eine sein? Im Bus? Muss da irgendwo? Im Bus ist ja nur diese Tasche, ne? Ja. Muss doch noch irgendwas sein. Aua, danke. Hm? Da muss doch irgendwo noch eine Leiche sein. Ach, hier liegt noch. Nee, das ist ein Zombie. Hä? Nicht doof. Wieso? Ja, ich sehe keine. Ich sehe auch nichts. Warte mal, hier ist noch was. Das ist von einem Zombie. Ich bin schon wieder aus dem Bereich raus. Sehr so mini. Hm. Reicht noch hier. Oh, ich hab's gefunden. Rahim, wo zur Hölle bist du? Brecken, ich bin's. Auf der Überführung sind nur Leichen. Keine Spur von Rahim. Mist, wo könnte er hin sein? Ich riet ihm, sich im Zugdepot zu verstecken. Finde ihn, verstanden? Hoffentlich ist der Kerl noch am Leben. Na klar ist er am Leben, ist eine Hauptfigur. Ah! Oh! Du bist mir gerade hinterhergesprungen, oder? Okay, da können wir ja auch sonst was machen. Du bist mir gerade hinterhergesprungen. Ja, ich hab das Dach gesehen, Kapodoto. Ja, ich auch. Dach? Ich hab's auch gedacht. Doch, so. Da ist ein Dach. Kannst du rüberspringen. Ja, das war ja eigentlich auch mein Ziel. Pustekuchen, ne? Oh Gott, ey. Ich wollte doch gerade sagen, stopp nicht hinterher oder irgendwas. Was ist denn hier? Achso, das sind wieder diese Nebenmissionen. Ne? Ja. Wir müssen dann mal, das können wir noch in der Folge dann, wenn das hier nicht mehr zu lange dauert. Oh, ich seh's schon. Das ist ein Transporter, da geht hinten der Kofferraum auf und dann kommt so ein Explosionszombie rausgesprungen und explodiert gleich. Alter, Vater. Ich bin schon da. Leck mich am Arsch, ich denk an nichts Böses, ne? Dann kommt da so ein Fieder raus. Ah! Gut, Knut. Grün. Oh, kommt schon wieder ein Flugzeug, wo setzt es ab und direkt wieder bei uns. Geil. Wie das rumlegt, ey. Ich renn schon mal hin, mach Zombies hier. Ist ja eh in die Richtung, in die wir eh müssen. Ja, ja. Hier ist irgendwo ein Dicker. Warum wird der Abwurf mir nicht auf der Karte angezeigt? Doch, das ist blaue. So. Ja, aber bei mir wird es nicht blau angezeigt. Bei mir wird es nicht angezeigt auf der Minimap. Weder auf der Minimap noch auf der Karte wird hier irgendwie ein Abwurf angezeigt. Ich sehe es. Wo ist das? Auf der Brücke oben, oder? Also ich sehe es nicht. Oder, warte mal, ich muss mal auf die Map gucken. Also ich sehe es nicht. Das ist da. Hab's gerade markiert. Ich hab's markiert. Okay. Nee, wird bei mir nicht angezeigt. Da ist... Oh, die haben's schon aufgemacht. Ja, das bin ich komplett vorbeigerannt, weil es wird mir nicht angezeigt. Weder auf der Minimap, nee. Ich sehe es gar nicht.
Ich sehe nur deine Markierung und dich. Die weichen ja aus, die Säcke. Hm? Ich sehe es gar nicht. Du bist erledigt! Ich hab's nicht gesehen. Alter. Gut, dann auf zum Bahndepot. Depot. Da war Bilder entfernen, so. Guck mal, der Burning so. Man. Ja, der hat gebrannt. Ne, die ist einer. Na Süße, komm mal her. Danke. Die Axt ist zu hart, ey. So, hier ist das Bahndepot. Suchen Sie nach Rain. Achso. Du kannst dich wieder zu mir hin teleportieren, wenn du willst. Ach ne, du bist ja in die Ecke. Ja, so geht's auch schneller. Ja. Wo ich nicht laufen. Voller Sack. Naja. Auf der Überführung habe ich nur Leichen gefunden. Rahim konnte offenbar flüchten. Man's kann, ich warum hatte ihm gesagt, er solle sich im Zugdepot verstecken. Also besteht noch eine gewisse Chance, dass er am Leben ist. Komm schon, Rahim. Komm schon, Rahim. Suchen Sie nach Rahim. Oh, warte mal. Oh, was ist hier los? Ja. Mit den Teilen. Ja, sind hier noch welche? Nein. Auf die Tür. Was hätte ich. Alter! Mann, bist du hässlich, Alter. Ja, sieht aus wie meine Ex-Freundin. Warte mal, ich erschieß den. Ich sag ja, die Axt, ja. Die Axt ist der Hammer. Ich merk schon. Das ist halt die Feuerwehraxt mit diesem, was ist das? Mit dem Bot drauf, keine Ahnung. Ja. So ein Bot. Rahim! Crane, ich dachte, das wäre aus, da habe ich sie scharf gemacht. Sie gehen in 5 Minuten hoch. Oh nein. Scheiße, du blutest. Oh, eine Schnittwunde, Killerkram. Schnell, leg dir Sprengsätze. Na, wohin? Leg dich nicht klar. Bin gleich wieder da. Na super. Depp. Und jetzt das Depot in die Luft springen, oder? Rahim, kannst legen du mich hören? Sie Bombe im Naster. Wo zum Teufel muss ich hin? Es gibt hier im Endbahnhof nahe der westlichen Wand einen Eingang zu den Abwasserkanälen. Hier müssen wir erstmal raus aus dem Scheißladen, ne? Komm ich hier raus? Hier ist die Tür, hinter dem Waggon. Nee, auch nicht. Hä? Ah, mal X drücken. Bumm. Kommen wir denn hier raus? Warte mal, da 28 Meter, 20 Meter. Hier. Auch nicht. Hier. Hier. Ich komme. Was? Wo? Was? Wer? Wo? Da ist ein Loch im Boden. Da reinspringen. Ah, hier. Schwimmen. Dann schwimmen. In meine Richtung schwimmen. Dann ist eine Leiter am Ende, da kletterst du hoch. Wenn es gehen würde. Warum geht denn das nicht? Jetzt geht's. 17 Meter noch. Ah ne, ist nur ein Wegpunkt. Okay, bin wieder an der Oberfläche. Siehst du den großen Abzugskanal zu deiner Rechten? Da musst du durch. Sobald du im Gebäude bist, geh hinauf auf den nächsten Stock. Und spreng das an einem der Stützpfeiler anbringen. Bist du da? Ja. Müssen hier hin? Alter, was ist denn hier passiert? Alter Schwede, was ist denn hier passiert? Ja, alles eingezäunt hier. Nee, hier liegen Riesenberge von Leichen. Ich komme. War doch hier das Dings. Komm ich da rein in den Puff? Aber ich bin doch Zombies.
Was soll ich machen? Ich bin doch genau an der Stelle. Achso, diese Bombe soll ich hier blenden. Ah, okay. Okay, erster Sprengplatz platziert. Gut, hör zu. Finde eine Treppe nach oben in den nächsten Stock. Toll, du bist ja lustig. Ah, jetzt sehe ich auch die Zombies. Alter. Okay. Alter, eingemetzelt hier. Ja. Hier ist auch alles kaputt. Nein. Hier geht's hoch. Scheiße, noch 38 Sekunden. Und hier sind zigtausend Zombies. Nein, 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 nein. Komm schon, Bombe an. Alles klar, gefunden. Der Verfolger. Erledigt? Großartig. Und jetzt raus da. Start raus, 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 raus. Raus, renn raus. Einfach raus. Ich hab die Bomben gelegt. Ja, raus. Mal Ausgang finden, gell? Ja, ich finde auch gerade keinen Ausgang. Ach, hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Oh, jetzt gehen die 2 Sekunden, 1 Sekunde. Oh, ich war fast draußen. Quest fehlgeschlagen. Ja. Also wir müssen die definitiv schaffen. Also. Rahim, kannst du mich hören? Wo zum Teufel muss ich hin? Es gibt hier im Endbahnhof nahe der westlichen Wand einen Eingang in das Wasserkanäle. Hier. Der führt dich direkt zum Nest. Heftige Mission. Alter. Kann er nicht schneller schwimmen? Alter. So, ich bin oben. Was für eine Mission, ey. Okay, bin wieder an der Oberfläche. Siehst du den großen? Na, jetzt kennen wir ja den Weg, ne? Da musst du durch. Sobald du im Gebäude bist, geh die Rampe hoch zum nächsten Stock. Zombies mehr hier. Du musst den Sprengsatz an einem der Stützpfeiler anbringen. Hm? Stützpfeil, ach, das war oben. Okay, oh, wie sieht's aus, ey? Ach, Mann! Okay, erste Bombe liegt's. Los, so. Okay, 2 Minuten. Einmal. Gut, hör zu. Finde eine Treppe nach oben. Wie lang? Wie lang? Schau dich nach einem weiteren Pfeiler wie dem ersten um. Hier durch. Ah, verdammt. Oh, ich bin auch runtergeklatscht. Okay. Zweite Bombe geblendet. Raus, raus, raus. 1:40. Alles klar, gefunden. Raus. Na wo? Erledigt. Großartig. Hä? Und jetzt raus da. So, raus. Ja, runter. Runter, runter, runter. Ah, danke. Muss irgendwo das Loch sein. Nee, wir sind hier falsch. Wir müssen. Wir müssen wieder hoch, ne? Ja, ja. Scheiße. Dann die Treppe runter. Ich komm nicht mehr hoch. Und raus. Hier ist nämlich das Loch, das war ein. Ach du Scheiße. Also ich bin draußen. Ja, aber da war so ein Herkules. Ich bin raus. Ich bin gleich tot, Alter. Dieser blöde Sack. Komm schon, 40 Sekunden. Komm ja, wie schon, dieser blöde Sack. Komm schon. Ich hab mich hingespawnt. Ja, ich hab's gesehen. Das Problem ist, dass da 2 Löcher. Es hat geklappt. Mit diesen. Dein Plan hat funktioniert, Mann. Leichenmann, der ich geh auch gerade zurück. Mich? Irgendwie hat sich die Erde gerade erhoben. Ja. Das Problem ist, dass da 2 Löcher mit diesen Leichenwerken waren. Wie kommen wir denn hier raus? Wir müssen. Hä?
kommen wir denn hier raus? Ach, wir müssen wieder durch das Loch hier. Oh nein. Zurückschwimmen. Wir müssen zu Rahim zurück. Ich schwimme lieber an der Oberfläche. Dann weiß ich wenigstens, ich sauf nicht ab. Oh, hier ist Ende mit Oberfläche. Hey, gibt's keine Oberfläche. Na, nimm da, lauf, geh da mal. Wieso gehst du denn nicht? Och, nee, jetzt, ach Gott. Ich bin draußen. Du kannst dich auch wieder zu mir hinspawnen. Komm schon. Wenn du mich nicht hättest. Ich bin's. Der Auftrag ausgeführt. Der ist tot, wette. Oder ein Zombie. Rahim, du hättest das sehen sollen. Das ganze Gebäude ist eingestürzt. Der ist ein Zombie. Oh, Scheiße. Nein, nein, Rahim. Rahim, ich bin's. Hat ihm einfach das Genick gebrochen. Ole, ole, super Genick. Eine verdammte Bisswunde. Du verfluchter, dummer Junge. Ui, das war jemand sauer. Oh Gott, Jade. Das war ein Wegebissen. Schön, ne? Das war doch der Bruder von Jade, gell? Crane, hörst du mich? Was ist passiert? Jip. Reckon. Rahim. Bist du blass? Rahim ist tot. Ist in Sonne. Verflucht. Komm zurück und kein Wort zu Jade. Noch nicht. Alter. Ah, na gut, dann auf zurück. Übelst. Ach, jetzt können wir hier raus. Lustig. Das ging ja vorher nicht, weil... Ja. Nö, weil... Wir ging's nicht. Rahim ist tot. Jetzt geht's. Ich kann es einfach nicht fassen. Was soll ich jetzt tun? Muss man nicht verstehen. Was erzähle ich Jade? Ich muss zurück zum Turm und mir überlegen, wie ich es ihr sagen werde. Alter, Vater. Ja, das war vorhin so ein bisschen Wirrwarr, weil da waren auf einmal zwei Leute. Da hat's ja. Ganz am Anfang hat's ja dieses Loch mit den ganz vielen Leichenbergen und dann mittendrin hat's das auch nochmal. Das war so verwirrend. Eine neue Kraftstufe. Und ich habe auch schon wieder ganz viele Punkte bekommen. Oh ja. Ah, ich mag dieses Spiel, ey. Ich muss mal schauen, ob ich, sag mal, ist, Dead Island so indiziert, dass man es auch, als 18-Jähriger nicht kaufen kann? Ja. Ich würde das nämlich gerne mal spielen, wie kriege ich denn das? Easy. Hä? Österreich. Achso, über einen österreichischen PSN-Store. Also, ich glaube, es im Store gibt, das weiß ich jetzt nicht. Nee, das gibt's nur Escape von Dead Island, das ist dieser Zwischenteil irgendwie. Das gibt's nur im Store, ich habe schon geguckt. Ja, Escape von Dead Island ist ja komplett anders. Ja. Nur das gibt's im Store, im deutschen Store. Ja, die Disc-Version, ne? Bitte? Ich hol's ja die Disc-Version, ne? Ja, hätte ich ja auch gerne, aber wenn es dies nicht gibt, ist zu schade. Ja, Österreich halt. Man muss in Österreich dann halt bestellen. Jawohl, ich hab eine Freundin Gameware in Österreich. Ja. Ich kann dir, aber die ist noch keine 18, die kannst du nicht kaufen wahrscheinlich. Also eine, nicht eine Freundin, sondern ja, eine Bekannte, mit der ich Minecraft gerade zusammen zocke. Ja, oder bestellst halt bei Gameware oder Games Only oder wie sie alle heißen. Und die liefern auch nach Deutschland? Ja, natürlich, da bestell ich auch noch. Ah, okay. Weil da hätte ich mich echt mal Bock drauf. Ich habe ein Let's Play nochmal gesehen gehabt, mir die ersten Folgen angeguckt, da hätte ich auch echt Bock drauf, das zu spielen.
Ja, ist auch ein geiles Spiel. Ich hab's gefallen. Na, ich bin ja gerade eh dabei, die ganzen alten Spiele zu spielen. Das habe ich ja gerade mit dem Vater gemacht. Aber Riptide, muss ich sagen, fand ich nicht so toll. Du bist irgendwie gerade so leise. Ich? Ja. Nichts verhindert. Mein Pegel ist auch, ja, wie immer. Ja, es kann sein, dass die Kopfhörer da gerade ein bisschen rumspacken bei mir. Der Gasmann! Der Gasmann. Gehört. Also ich bin im Haus. Brauchst du irgendwas? Ich gebe mal die Pakete an. Du bist ein echter Heiliger. Ich könnte es nicht ertragen. Ich stell mich mal an den Fahrstuhl, dann kannst du zu mir teleportieren. So. Kannst du zu mir teleportieren. Ich musste auch die Pakete abgeben. Ja, aber da bist du schon mal bei. Ach, du bist ja schon im Haus? Ach, du bist im Haus. Ach so. Ich kann mich nicht teleportieren, weil das ist. Warte. Jetzt nochmal? Ach, ich habe hier eine Sicherheitszone. Ich bin hier in der Sicherheitszone, die ich dingsen kann, deshalb kann ich mich nicht teleportieren. Das ist so eine Sicherheitszone, die ich freischalten kann. Achso, okay. Deshalb kann ich da mich gerade nicht teleportieren. Ich muss gucken, wie ich die jetzt schnell aktivieren kann. Reich. Oben. Okay. In der Schule ist irgendwas passiert. Schon gefunden. Und jetzt ist es wieder unten. Die können sich nicht entscheiden. Ich warte hier auf dich. Dann müssen wir noch die Kreide und das alles abgeben und die Lavendeldinger. So. Ja, das ist ja gut. Kannst du dich jetzt zu mir teleportieren? Autsch! Nee, grad nicht. Ist wieder ein Gasmann. Ja, ich warte hier so lange. Ach, der olle Gasmann. Gas dich tot. So. Wie kann ich denn diese scheiß Gebiete säubern? Das geht mir immer sowas von auf den Keks. Du musst alle Zombies töten und dann die Türen schließen. Die gehen ja nie weg. Ach, die Tür schließen. Wo ist die Tür? Geht doch nicht, es ist ein Loch in der Wand. Da ein Schnäppchen für dich. Da ist ein Loch in der Wand, also kann ich das eh nicht säubern. Also zumindest ich alleine wahrscheinlich. So, wo bist du? Du bist. Ich bin im Turm. Du bist da. Ich bin im Turm. Ah, jetzt. Oh, das hätte ich gerade angehört, als ob hinter mir ein Zombie zerplatzt wäre. Ja. Bracken. Was ist passiert? Musste es tun. Es war zu spät, er mutierte. Ich hatte keine Wahl, ich schwör's. Mann, er war auch mein Freund. Der Beste, den ich hier hatte. Ich weiß. Er hat mich oft genug zur Weißglut gebracht. Aber ich habe ihn geliebt wie einen Bruder. Wieder ein Freund tot. Wieder ein Bruder gefallen. Ich habe ihm vertraut. Ich habe ihm sogar den Sprengstoff anvertraut. Wenn ich ihn nicht dort gelassen hätte, wäre er vielleicht noch am Leben. Nein, Jade. Oh nein. Jade! Warte! Jade, verdammt! Lass sie. Gib ihr etwas Zeit. Zeit zu trauern. Was war das? Wir sind aber schon über 40 Minuten. Was ist passiert? Oh, Verbleibenszeit 38 Sekunden. Schnell hin. Wohin überhaupt? Da. Oh, wie alles in Luft. Es ist Nacht. Das kommt erschwerend hinzu, ne? Ja, das ist nicht schlimm. Kommt her, ihr Mistviecher. Nein, ich bin tot. Nein, ich auch. Ja, ich bin da zu doll reingerannt. Ich müsste mal meinen Sturmgewehr. Ja, ich wollte schnell die Waffe wechseln, aber das ging nicht. Weil der mich angegriffen hat in dem Moment. Ja, da war einer mit dem Gewehr, ist da rumgerannt. Wollen wir das jetzt noch machen oder wollen wir das in der nächsten Folge machen?
Weil wir sind ja auch schon bei 40, über 40 Minuten. Ach scheiße, wir machen das noch schnell. Wie das? Aber dafür haben wir jetzt nicht Zeit. Alter! Was steckt denn der ein? Ah, ich bin schon wieder tot. Krass, wie viel der einsteckt. Ich habe auf den eingehackt gerade. Ohne Ende. Was ist das denn da für eine Mission, ey? Ach so, weil meine Waffe nicht gebrauchsfertig war. Meine Waffe ist kaputt. Deswegen. Okay. Meine Waffe war kaputt. Ja, meine ja auch. Deshalb wollte ich ja wechseln, konnte aber nicht, weil der mich angegriffen hat. Moment. Das geht ja, hier brennt alles. Alter. Ja, die haben. Aber ich komme da nicht rein. Ach so, der liegt da, deswegen. Da drin ist keiner. Sie sind mit Sarah weggefahren. Und gestorben. Nee, das. Ich? War einer von unseren. Hier ist was. Irgendwo ein Spucker oder sowas. Ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Den platt machen, würde ich mal sagen. Nee. Mist. Bracken, Sarah ist entführt worden. Da. Sein Anhänger brennt. Mist. Das kommt davon, wenn man sich mit Raisa legt. Ihr hättet das mit der Schule niemals durchziehen sollen. Eine Gruppe von Rays Schlägern ist auf dem Weg zum Stützpunkt gesichtet worden. Jede Wette, dass sie Sarah dorthin gebracht haben. Du gehst dorthin, findest Sarah und bringst ihn unversehrt zurück. Verstanden? Gut, aber das machen wir definitiv in der nächsten Folge. Ja. Weil 20 Minuten sind jetzt. Ja. Ach du, da hinten ist ein Spucker. Lass uns mal auf den LKW gehen, ich glaube, das ist immer sicher. Vielleicht. Gut. Fuck, und hier brennt alles. Ja, hier kommen ganz viele von den Viechern auf. Ja, ich seh's schon. Ich weiß, ich war sehr hart zu dir. Da bin ich auf dem LKW hochgegangen. Ja, ich merk's euch auch. Jetzt mit Dr. Sarah. Verstehst du? Entschuldigung überflüssig, Bracken. Und keine Sorge. Ich bringe Sarah unversehrt zurück. Sei einfach vorsichtig. Es tut mir leid wegen Raim. Ich weiß, dass ihr Freunde wart. Er war ein guter Junge. Okay, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier wirklich eine Pause. Und weil wir sind schon wieder über 40 Minuten. Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben. Und wir machen hier ein bisschen Party. Yeah, baby! Party, yeah! Yeah! Schwurbelig. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder und in diesem Sinne, tschüss. Tschüss.